Play und ich begrüße euch zum neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr jetzt schon das neue Windows 11 bekommen könnt über offizielle Wege von Microsoft. Ja, also beginnen wir mal zuerst mit den Features. Am Ende zeige ich euch dann den Download. Man kann jetzt Apps snappen, hat Microsoft Teams Standard integriert, der Microsoft Store wurde verbessert und generell die Taskleiste wurde mit reichlich verändert. Und ja, hier sieht man nochmal bei dem Bild die neuen Widgets und durch DirectX 12 oder sowas war das, hat man jetzt mehr Performance bei Spielen. Das Windows 11 wird als kostenloses Update wahrscheinlich am Ende des Jahres erscheinen. Man kann es sich halt jetzt schon runterladen und testen. Hier sind übrigens nochmal die minimalen Systemvoraussetzungen, dass ihr das kostenlose Update machen könnt. Jetzt kommen wir mal zum Download. Ihr müsst auf das Startsymbol klicken, in die Einstellungen gehen und dann in den Einstellungen nach Windows Insider Programm suchen. Und wenn ihr das dann gefunden habt, klickt ihr da mal drauf. Dort müsst ihr euch anmelden und dann bei den Windows Updates ein paar Mal überprüfen klicken und dann wird die Version irgendwann einmal gefunden und dann könnt ihr es updaten. Ihr müsst eure Daten nicht wirklich sichern. Bei mir jetzt ohne Probleme geklappt, das zu übertragen. Und es kann sein, dass es bei euch ein bisschen anders aussieht, weil ich euch nur noch mal auf dem Windows 11 zeigen konnte. Aber es sieht ziemlich ähnlich aus beim Windows 10. Ja, und ansonsten hoffe ich euch, dass das Video hilfreich war, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.